Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wollte mich auch mal ganz, ganz herzlich für mittlerweile 86 Abonnenten bedanken. Ich finde es mega, wie groß wir hier schon auf meinem Kanal sind und es freut mich wirklich tierisch, dass euch meine Videos gefallen und ja, ich hoffe, ihr bleibt noch weiterhin dabei und ja. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video, denn ich habe ein paar Produkte eingekauft bei DM, bei Rossmann und online habe ich glaube ich auch nochmal was mitgenommen, aber Näheres dazu seht ihr jetzt hier im Video. Viel Spaß damit! Als erstes habe ich mir hier von Soft und Sicher von DM diese Taschentücherbox mitgenommen. Die hat dieses süße Design, ja, brauchte ich mal wieder und ja. Finde ich einfach immer schön, aber die nehme ich mir damit, wo ich gerade bin eigentlich. Dann durften auch mal wieder mit hier von Isana die Wattepads. Die mag ich ganz gerne. Die fusseln nicht so sehr, die nehmen gutes Make-up runter und verschlucken auch nicht so viel Produkt. Dann habe ich mir aber auch aus der aktuellen Limited Edition von DM, also von Ebelin bei DM, diese Maxi-Pads mitgenommen. Ich muss ehrlich sagen, Maxi-Pads hatte ich noch nie. Und ja, ich dachte mir, die probiere ich jetzt einfach mal aus und das Design von der Verpackung ist halt auch mal wieder mega niedlich und gefällt mir richtig gut. Und ich würde sagen, da wir das Faultier jetzt hier schon ausgepackt haben, zeige ich euch noch die anderen Faultier-Produkte, die ich mitgenommen habe. Genau, die Limited Edition hat auch noch Taschentücher mit dabei und hat auch dieses wunderschöne Design. Gefällt mir richtig gut und für den Winter kann man das halt jetzt wirklich gut gebrauchen, weil ich weiß jetzt schon, dass ich wieder eine Schnupfnase haben werde. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir hier wieder so ein großes Pack mit. Dann durfte auch mit die Balea Dusche aus der Limited Edition, genauso wie die Body Lotion, der Lippenpflegestift und die Tuchmaske aus der Limited Edition und die Bodylotion habe ich auch schon ausprobiert und es riecht halt richtig lecker. Also so ein bisschen fruchtig süß, aber angenehm. Also es ist richtig lecker und also der Duft gefällt mir sehr, sehr gut von dieser Limited Edition. Und ja, freue mich auf jeden Fall, die Limited Edition ergattert zu haben. Ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Limited Edition von DM. Die jetzt ganz frisch raus ist und zwar hier diese Oktoberfestzeit Limited Edition und da muss ich sagen, da hat mich mein Freund echt mit überrascht, denn er hat mir das Duschgel mitgebracht, das Body Spray, dann einmal die Body Lotion und eine Handcreme. Genau, also ich bin abends nach Hause gekommen, hat er gesagt, hier Schatz, ich habe eine kleine Tüte für dich, schau mal rein und ja, da waren unter anderem diese Produkte drin und noch Masken. Hat er nämlich gesagt, ich hatte auch im Aufsteller gefunden und ich bin mega überrascht gewesen, weil normal bringt er mir nichts mit und es hat mich echt mega gefreut. Und ja, jetzt mal zum Geruch von der Limited Edition. Also das ist so ein fruchtig, süßer Duft, also hier auch Orangenblüten und Vanilleduft. Das ist richtig lecker. Und ja, gefällt mir richtig gut vom Duft her und auch vom Design her finde ich das echt süß. Und dann kommen wir gleich zu den nächsten Produkten, die er mir mitgebracht hat. Und zwar sind dies diese Masken hier. Sind so Schlafmasken und zwar einmal eine regenerierende Maske. Dann haben wir hier eine straffende Maske. Eine reichhaltige Maske. Und eine reinigende Maske. Und die erinnern mich schon sehr an diese Sephora-Masken und auch Douglas hat die jetzt schon rausgebracht. Und die kommen hier in so einem Töpfchen. Die haben auch immer unterschiedliche Farben. Also das war jetzt die blaue. Ups. Dann haben wir hier diese grüne. Das ist so, ja, so milchig grün, würde ich sagen. Dann die... die rosane Maske hier und dann haben wir noch mal so eine hellgrüne Maske hier, die hat auch so eine gelartige Formel. Und was ich halt echt cool finde, dass die in diesen Päckchen sind,
weil man kommt halt einfach mit einem Pinsel viel besser an diese Pöttchen ran, als an diese flachen Masken, die man ja kennt, also die ganz normalen Standardmasken. Und in der Edition waren auch noch diese Tuchmasken hier drin. Und zwar haben wir hier einmal die Sweet Mango Maske. Dann haben wir die Fancy Pomegranate Maske. Und die Watermelon Maske. Und auf die bin ich schon mega gespannt, wie der Duft ist. Denn es gibt noch Handcremes oder Pflegecremes. Das ist hier mit Wassermelone. Das ist hier einfach so ein Töpfchen mit so einer weißen Creme. Und es duftet halt so richtig nach süßer, leckerer Wassermelone. Also richtig gut. Und deswegen bin ich auch schon auf die Maske gespannt mit Wassermelone. Ja, dann war ich letztens im Rossmann drin und beim Rossmann wird momentan abverkauft. Und zwar diese sommerlichen Badezusätze, denn der Herbst kommt, der Winter kommt und es kommen ja bekanntlich wieder die guten Winterdüfte. Und die haben jetzt jeweils nur noch 50 Cent gekostet, also kann man echt nicht meckern. Da haben wir einmal von Dresden Essenz die Schwerelos Brausetablette. Dann habe ich mir mitgenommen Tag am Meer Pflegebad mit Sommerduft und pflegendem Kokosöl. Und die hatte ich schon und die war richtig gut. Also die mochte ich auch richtig gerne und duftet halt so richtig lecker. Dann auch mitgenommen ein Pflegebad mit dem Duft aus Wasserlilie und Aloe Vera. Das ist so ein leckerer, frischer Duft. Dann Glücksgefühl, Pflegebad mit goldenen Osmanthusduft und Zitronengras. Und das ist halt auch so fruchtig, blumig, also richtig lecker. Mag ich sehr, sehr gerne. Und auch wieder mitgenommen die Paris Mon Amour mit Rosenduft. Und auch die mag ich sehr, sehr gerne. Die habe ich schon ein paar Mal daheim und freue mich jetzt nochmal ein Backup ergattern zu können. Ja, bleiben wir bei Badezusätzen und da habe ich mir hier von Tete Sept aus der Kinderabteilung noch welche mitgenommen. Und zwar einmal die Badeperlen Feenlandbad, bunter Badespaß mit magischem Glitzer und fruchtigem Erdbeerduft, Mandelöl, Bio-Calendula auf hartgesunder Urea-Basis. Und das hat sich sehr, sehr, sehr gut angehört. Und ich mag Erdbeerduft und ich glaube in der Konstellation mit Mandeln, ich glaube, ich könnte das sehr, sehr gut riechen und hier ist leider keine Duftprobe dabei, aber da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Das hier hatte ich schon mal, das ist mit Apfelduft und das riecht halt richtig lecker nach Apfel. Also auch das hier mag ich sehr, sehr gerne und das ist ein flüssiges Bad und ist auch so leicht grünlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber auf jeden Fall der Duft ist mega lecker und riecht richtig, richtig gut nach Apfel. Mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Dann war ich letztens bei Edeka und habe mir zwei Produkte mitgenommen. Unter anderem einmal dieses Haarspray hier. Das gibt es ja bei DM und Rossmann habe ich das nicht mehr gesehen. Und ich habe das früher sehr, sehr, sehr gerne hergenommen, denn es duftet richtig gut. Und ja, man hat auch einen guten Halt in den Haaren, was ich sehr, sehr mag. Und ja, ich bin irgendwie froh, dass ich es wieder entdeckt habe und Edeka schaue ich jetzt trotzdem öfters mal durch, weil die haben echt Produkte, die es bei DM oder Rossmann nicht mehr gibt, aber die richtig gut sind. Ja. Und dann habe ich mir bei Edeka war es genau, da habe ich nämlich meine Punkte eingelöst für den Lippenstift. Und zwar ist es der Maybelline New York Superstay Matte Ink. In der Farbe Dreamer und den habe ich auch schon drauf gehabt und ich muss echt sagen, der hält Bombe. Also ich habe noch keinen Lippenstift gehabt, der so gut hält wie dieser hier. Also ich habe den aufgetragen, also ich habe mir den gekauft, habe mir den im Auto noch aufgetragen, weil ich den unbedingt testen wollte. Bin nach Hause gefahren, habe gekocht und es gab Käsespätzle. Also jetzt wirklich... Käse ist fettig und normalerweise gibt er jeder Lippenstift auf, der hier nicht. Der hielt auch nach dem Essen noch dran und ich war echt verwundert. Das ist diese Farbe hier
Das ist auch ein richtig schöner Alltagston, gefällt mir richtig gut und passt auch gut zu mir. Und was man allerdings sagen muss, es dauert schon sehr lange, bis er wirklich trocken ist. Also er ist ein bisschen pappig und man hat auch den ganzen Tag das Gefühl, dass man was drauf hat. Also er verschmilzt nicht so mit den Lippen, wie jetzt den, den ich jetzt drauf habe von Makeup Revolution. Dafür hält er aber auch nicht so lange. Und der hält halt wirklich den ganzen Tag. Also das ist echt Bombe, wie der hält. Also gefällt mir richtig gut. Was aber auch wichtig ist, ist auf jeden Fall Lippenpeeling vorher machen und gut gepflegte Lippen. Also wenn die Lippen zu trocken sind, dann hat man leider schon den Nachteil, dass der in die Lippenfältchen kriecht und dass es unschön ausschaut. Aber ansonsten eine echte Produktempfehlung und schaut euch den auf jeden Fall mal an. Wie gesagt, Bombenfarbe. Und Bombenhalt, also gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, dann waren wir bei Rossmann und ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit holen. Und da war ein Aufsteller drin und da waren diese Duschgele drauf. Und zwar ist das vom Palmolive, Tahiti heißt die Reihe. Und die sind wohl ganz neu. Der Verschluss ist auch mal ein bisschen anders da als bei anderen Duschgelen. Und der Duft, oh. Es riecht richtig lecker. Also ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist halt einfach so ein Wohlfühlduft. Also so ein richtiger Wohlfühlduft. Und ich glaube, dass der jetzt demnächst mal meine Dusche wandert, weil der einfach so angenehm und lecker riecht. Also richtig, richtig gut und gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat schon gesehen, dass ich aus der Limited Edition von Essence zwei Produkte mitgenommen habe. Und zwar einmal diesen Nagellack hier. Das ist die Farbe 04 and my Flaky Cat. Also es schaut auch vom Design her richtig süß aus. Es ist so eine Katze drauf. Und dann habe ich mir hier noch diese Face Palette mitgenommen. The Lovely Little Things 01 and my Crazy Family. Also The Lovely Little Things ist praktisch die Limited Edition und my Crazy Family die Namensbezeichnung. Und hier sieht man halt auch wirklich, das ist richtig süß gemacht. Also es gefällt mir richtig gut und die wollte ich unbedingt haben aus dieser Limited Edition, weil mich die echt angesprochen hat. Die anderen Produkte waren jetzt nicht ganz so mein Fall. Die Lidschatten waren halt sehr viel Glitzertöne dabei. Was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Und hier sieht man es auch nochmal von innen. Das sind halt zwei Blushtöne, dann Bronzer und Contourton und zwei Highlightertöne. Und ja, ich glaube, ich swatche euch die mal. Also das sind jetzt die beiden Blushtöne. Hier einmal den Contour- und Bronzeton, wobei ich die beide, glaube ich, eher so als Bronzer hernehme, weil die doch recht warm sind, finde ich. Und dann haben wir hier die beiden Highlight-Töne. Ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann gut. Also die gefallen mir auch richtig gut und die haben auch nicht so einen groben Glitzer drin. Also die haben ja dieses, ja, so holographisch. Das gefällt mir eigentlich echt gut und ja, also die Palette gefällt mir richtig, richtig gut. Dann durfte von Balea diese Reinigungstücher mit. Ich habe mir gedacht, die probiere ich jetzt einfach mal aus und ich würde sagen, wir testen jetzt gleich mal an meiner Hand, wie die diese Produkte runternimmt. Also es duftet schon mal sehr angenehm. Also das Tuch ist auch schwarz. Und ich würde sagen, also Puder nimmt es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut runter. Und hier sieht man jetzt auch mal den Lippenstift, ne? Der ist schon richtig hartnäckig. Aber den kriegt man auch wirklich sehr schwer wieder von den Lippen runter. Also wenn er mal drauf ist, dann ist er drauf.
das tue, holt es eigentlich schon ganz gut ab. Ja. Also es ist auch nicht so extrem rau. Es ist angenehm. Also da habe ich schon andere gehabt vom Balea, das momentan, das seht ihr in meinem nächsten Aufgebraucht-Video. Das ist rauer gewesen. Also das ist eigentlich echt angenehm. Dann durften nochmal Reinigungstücher mit, und zwar von Nivea, die Design Edition Micellen-Reinigungstücher. Also die schauen auch richtig schön aus. Deswegen habe ich es auch hauptsächlich mitgenommen. Aber ich denke, dass die Tücher eigentlich auch ganz gut sein werden von Nivea. Also von daher, glaube ich, komme ich damit ganz gut zurecht. Ja, dann habe ich mir noch eine Maske mitgenommen. Und zwar ist die auch neu von Balea. Diese Multimasking-Maske für normale und Mischhaut mit bunten Tonerden, bedürfnisgerechte Pflege und Reinigung der Gesichtszonen. Und ja, auch auf die Maske bin ich schon sehr gespannt und ich freue mich schon aufs Ausprobieren. Und vielleicht möchtet ihr mal bei der lieben Hanna vom Kanal Hanna vom Make-up vorbeischauen. Die hat diese Maske live getestet. Ich werde ihr einen Kanal unten in der Infobox verlinken. Wenn ihr möchtet, schaut gerne mal vorbei. Und ja, ich freue mich auch schon aufs Ausprobieren und bin schon gespannt, was die Maske bei mir bewirkt. Ja. Dann habe ich bei der Turn It Up-Theke mal ein bisschen gestöbert und mir ist noch nie aufgefallen, dass Turn It Up auch Mascaras hat. Und da ist mir diese hier ins Auge gesprungen. Und zwar ist es die Turn It Up Maxi Volume Attention Mascara. Und die hat auch ein schönes Bürstchen. Das sieht so aus. Ich habe die auch schon ausprobiert und muss sagen, an sich finde ich die sehr schön, aber am Anfang schon sehr flüssig. Also die ist so eine typische Mascara, erst mal ein bisschen liegen lassen, dass die ein bisschen fester wird, weil ansonsten stempelt sich das hier oben am Auge leider ein bisschen ab. Aber ansonsten macht sie einen sehr, sehr schönen Augenaufschlag und gefällt mir echt gut. Dann habe ich mir zwei Augenbrauenprodukte mitgenommen, und zwar einmal von P2. Dieses Perfect Brow Styling Powder in der Farbe 010. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es, ich weiß gar nicht warum, also irgendwie habe ich nicht richtig gelesen oder keine Ahnung. Ich dachte, das wäre sowas wie das Essens, was man rausdreht und einfach so ein Bürstchen hat, das Gel gleich dran ist und schwupps, also sind die Augenbrauen fertig. Nein, es ist ein Puder. Und wenn man das jetzt hier sieht, das hat hier so ein Applikator und hier kann man mit dem halt ja, das ganze Produkt auftragen. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, jetzt habe ich auch voll den Fehlkauf gemacht und habe es erstmal auf die Seite gelegt, aber ich habe es ausprobiert und ich finde es nicht mal schlecht. Also es ist ein bisschen braucht ein bisschen Übung, weil man sollte natürlich nicht zu viel erwischen, weil sonst hat man so einen Balken. Und ich bürste mir das Ganze auch immer noch mal ein bisschen aus, damit es einfach sauberer ausschaut und schöner ausschaut und nicht ganz so dunkel ausschaut, weil auch wenn es die hellste Nuance ist, es ist sehr dunkel. Aber an sich mag ich das Produkt. Und für dieses Produkt habe ich mir dann noch ein Gel besorgt. Und das ist das hier von Essence. Es ist einfach ein durchsichtiges Gel mit so einer Bürste dran. Und das Produkt wird auch nicht zu nass aufgetragen. Also nicht so, dass man jetzt dann wirklich so einen nassen Balken hat, sondern man kann schön präzise auftragen. Es hält gut und es lässt die die Augenbrauen wirklich den ganzen Tag wirklich dahin, wo man sie an der Früh hingebracht hat. Dann habe ich mir noch einen neuen Eyeliner mitgenommen, und zwar hier von Catrice, der Glam & Doll Super Black Liner Waterproof. Und der hat diese Spitze hier. Also kann man mit dem auch wirklich präzise malen. Und der gefällt mir auch richtig gut. Ich habe ihn jetzt allerdings am Auge direkt noch nicht ausprobiert. Bin aber schon gespannt, wie der sich so macht. Ja, dann habe ich jetzt noch zwei Produkte und die sind nicht aus der Drogerie, sondern die habe ich bei Apo-Rot bestellt. Und zwar hier einmal von Vichy. Das Mineral 89 stärkend, aufpolsternd, feuchtigkeitsspendend. Das ist so ein Serum.
und es hat diese Verpackung hier. Und zwar soll das wirklich Feuchtigkeit spenden und also viele loben das Produkt sehr, sehr. Ich habe es jetzt noch nicht verwendet, ich wollte erst noch die Tawana Creme leer machen und dann das hier ausprobieren und ich bin halt schon wirklich gespannt drauf, weil meine Haut ist halt wirklich eine trockene Haut und deswegen suche ich eigentlich immer Produkte, die Feuchtigkeit spenden und das soll halt sehr, sehr gute Feuchtigkeit spenden und schöne Haut machen und ja, also ich bin schon mega gespannt drauf, aber wie gesagt, ich möchte erst diese Tawana Creme hier leer machen und dann kommt das hier mit ins Bad. Ja, und um den Mindestbestellwert zu erreichen, habe ich mir noch etwas mitbestellt und zwar noch eine Mascara und die ist von Avène. Da hatte ich schon mal eine Probe in der Glossy Box und ich fand die mega gut. Also ich fand die richtig, richtig gut und deswegen habe ich mir die jetzt nochmal nachbestellt. Die werde ich aber noch zulassen, aber ich kann sie euch mal zeigen. Und zwar sieht die so aus. Also ich weiß nicht, wer die Glossy Box hat. Es kommt darauf an, wann die drinne war. Also es ist wirklich schon etwas länger her. Der wird die schon kennen, im Format kleiner. Aber ich fand die halt echt gut und habe mir gedacht, komm, die bestellst du jetzt mit, weil Versand möchte ich nicht bezahlen. Und ja, auf die freue ich mich auch schon. Aber erstmal werden noch ein paar andere Mascara leer gemacht. So, jetzt probieren wir das Tuch hier nochmal aus. Also nimmt die Produkte auch echt gut weg. Und man sieht halt hier jetzt auch wieder, das Puder, das ist wasserfest. Also auch lässt sich auch sehr, sehr schwer runternehmen. Aber generell ist es ja gut, ne? Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid und ihr aber keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss!